thing to be painting into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me. This world is only what you want. Geworden, ich bin ja gar nicht arm. Ich bin reich. Ich bin innerlich reich. Und dieser innerliche Reichtum, der ist eigentlich das, was wirklich ausmacht, um ehrlich zu sein. Wir sind alle reich. Wir haben alle innerlich reich. Und alle diesen Reichtum sind hier in dem Geld. Und wir sind hier. Nachdem wir das klar wurden, sind wir reicher, wir haben mehr Reichtum, als zu einem niemals mehr zu meditieren. Ich eben geben kann, obwohl ich nicht habe. Als ich die Augen wieder geöffnet habe, bei mir auf der Wiese ein Pfund, das war eine andere Reichtum. Ich habe mich dann gegen einen Anzug gehalten und dann damit meine
Abend weggegangen. Plötzlich hatte ich den Abend einfach nicht mehr Krankheit. Halt auch noch. Ich habe mich ausgegeben. Positiv behandelt, wieder auch vergessen, was für einen inneren Reichtum jeder einzelne Mensch hat. Dadurch dann auch Reichtum selbst haben. Das ist eben auch der Reichtum, der im Prinzip schon König werden lässt. Wir können so nicht König sein im Inneren, wenn wir den Reichtum haben. Da gibt es halt eine wunderbare Geschichte zwischen Bettler und König. Da gab es mal einen König, der hat jeden Tag gebetet zu Gott, bitte Gott, gib mir noch mehr, gib mir noch größere Länder, gib mir noch mehr Reichtum und mehr Macht. Jeden Tag hat er immer wieder gebetet und er bekam auch immer mehr, aber er hat immer weiter gebetet und im Prinzip Gott angebettet. Und eines Tages kommt ein Mann zu ihm in Verkleidung von einem Bettler und fragt ihn, warum er denn betteln würde. Und sagt der König, so, ich bin doch gar nicht, ich bette doch gar nicht, ich bin gar nicht, ich habe so viel Land und ich habe so viel Gold und ich habe so viel Macht. Ich bettel doch nicht. Was hast du überhaupt für ein Recht mit mir zu unterstellen, dass ich bettel? Dann sagt der Mann zu ihm, ja, aber ich höre jeden Tag, ich rechne auch jeden Tag mit, eigentlich bist in deiner Kammer. Ja, und du bettelst Gott an. Du bist eigentlich besser als irgendein Bettler auf der Straße, der jeden Tag bettelt. Mehr brauchst du nicht. Das ist alles, was du brauchst, dir von mir. Ja, gut. Das macht dich ja. Da war der König total baff und dass es überhaupt nicht mehr, was er sagen sollte. Und dann wurde, dass er überhaupt kein Bettler war, sondern ein. Da ist ja die Geschichte. Dass der König dann bei diesem vermeintlichen Bettler in die Lehre gegangen ist, um zu lernen, ob man wirklich reich wird. In diesem Sinne, vergesst euren Reichtum nicht. Ihr seid alle reich, ihr könnt es erreichen. Fangt es jetzt an. Jeder einzelne von euch, auch wenn ihr ganz alleine seid, ihr könnt es tun. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Reichtum. Reicht viel, denkt daran, ihr habt keine Arme, sondern Reichen, ihr seid reich.